Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Video dieser Trading Adventskalender-Serie und es freut mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Daniel und im heutigen Video wollen wir uns die sogenannten Japanese Candlestick Patterns anschauen, also die japanischen Kerzenformationen. Und diese japanischen Candlestick Patterns können uns teilweise schon anhand des Verlaufs einer Kerze sagen, was wir als nächstes für eine Kursveränderung zu erwarten haben. Und deswegen denke ich, ist das ein relativ spannendes Thema, von dem man auf jeden Fall mal gehört haben sollte. Ich möchte aber auch gleich dazu sagen, dass ich mich nicht besonders auf die japanischen Candlestick Patterns in meinen Analysen konzentriere. In meinen Augen gibt es vereinzelte wichtige Candlestick Patterns, die wir uns heute auch gemeinsam anschauen werden. Insgesamt sind es jedoch mehrere hundert Candlestick Formationen, die es hier insgesamt gibt. Ich für meinen Teil berücksichtige diese japanischen Candlestick-Patterns. Das bedeutet, wenn mir explizit so eine Candle auffällt, die eben in das Muster fällt, das ich euch gleich zeigen werde, dann berücksichtige ich das natürlich schon. Wenn es jedoch absolut nicht in Übereinstimmung ist, was hier aufgrund der anderen Indikatoren zu erwarten ist, dann schenke ich den japanischen Candlestick-Patterns deutlich weniger Beachtung als den anderen Formationen. Da es bei den anderen Formationen teilweise um viel, viel größere Zeitabschnitte geht, da wir bei den bisherigen Formationen immer mehrere solche Candles mit berücksichtigt haben, jetzt geht das Ganze eben auch anhand von einer oder weniger Candles. Und genau das wollen wir uns heute mal ein wenig genauer anschauen. Und zwar habe ich hier gerade eine Website offen, die eben genau auf diese Candlestick Patterns eingeht. Da es relativ schwierig wäre, diese ganzen Formationen in den Charts ausfindig zu machen. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier ziemlich viele von diesen Formationen. Ich gehe hier, wie gesagt, auf die drei, vier wichtigsten meiner Meinung nach ein und zeige euch dann Beispiele von diesen Formationen in den Charts. Ich habe keinerlei bezahlte Partnerschaft mit dieser Website. Ich lasse euch trotzdem den Link von dieser Seite in der Videobeschreibung da. Falls ihr euch das Ganze ein wenig genauer anschauen wollt und tiefer darauf eingehen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne auch anschließend machen. Ihr könnt es hier sehen, hier gibt es sowohl die bullischen Candlestick Patterns, also die Formationen, die uns ein anschließendes Steigen des Kurses voraussehen lassen, als auch die bearischen Candlestick Patterns, also diese Kerzenformationen, die uns eben erwarten lassen, dass der Preis nochmal zurückfallen wird. Und die erste Formation, mit der ich hier starten möchte, ist der sogenannte Hammer. Wie ihr sehen könnt, ist der Hammer ein bullisches Candlestick-Pattern. Das bedeutet, wenn wir einen solchen Hammer sehen, dann können wir anschließend davon ausgehen, dass der Preis weiterhin steigen wird. Ich möchte ganz kurz die Charakteristik eines solchen Hammers mit euch durchgehen. Und zwar könnt ihr sehen, dass wir uns anfangs dieser Bewegung in einem Abwärtstrend befunden haben. Und als wir dann hier weiterhin gefallen sind, bis anscheinend auf eine stabile Resistenz, wurden wir dann in einem Schub aufgekauft und sind sogar noch über den Punkt hinausgestiegen, bei dem sich diese Kerze überhaupt eröffnet hat. Dieser sogenannte Hammer wäre auch möglich, wenn diese Kerze jetzt nicht grün wäre, sondern wenn sie auch noch hier rot unter dem Punkt, wo sie geöffnet hat, geschlossen hätte. Also auch wenn sie jetzt hier noch knapp weiter drunter geschlossen hätte und dieser Kopf damit rot wäre, solange dieser lange Wick hier nach unten existiert, der hier schubartig aufgekauft wird, können wir auch in einer Abwärtsbewegung davon ausgehen, dass mindestens kurzfristig eine Erholung des Kurses bemerkbar sein wird. Wie wir es zum Beispiel hier sehen können, nach so einem bullischen Hammer können wir meistens mindestens zwei oder drei solche grünen Kerzen beobachten. Um euch zu zeigen, wie das jetzt beispielsweise auf dem Bitcoin-Chart ausschauen könnte, möchte ich euch da ein aktuelles Beispiel zeigen. Und zwar habe ich hier den aktuellen Bitcoin-Tageschart offen. Und ich möchte mich jetzt erstmal auf diesen riesigen Dump hier konzentrieren, den wir hier die vergangenen Tage gesehen haben. Denn wir sind hier von 53.000 US-Dollar auf 42.000 US-Dollar innerhalb eines Tages oder eigentlich innerhalb weniger Stunden runtergefallen und wurden dann aber schubartig, wie ihr sehen könnt, bis zum 49.000 US-Dollar Level aufgekauft. Bedeutet jetzt hier, dass wir einen verhältnismäßig sehr, sehr langen Docht dieser Kerze nach unten haben. Und anhand dessen können wir statistisch gesehen davon ausgehen, dass die nächsten wenigen Kerzen, die wir hier sehen werden, grün sein werden, da eben nach unten hin ein starker Support zu sehen war. Exakt genau das hat sich dann eben in den anschließenden Tagen ausgespielt. Und wie ihr hier sehen könnt, wenn wir noch etwas weiter reinzoomen, dann sind wir eben nochmal bis hier oben angestiegen und haben den vorherigen Support als Resistenz geretestet. Nachdem wir diesen Punkt berührt haben, ist der Preis aber auch schon wieder ziemlich stark abverkauft, was uns jetzt darauf schließen lassen könnte, dass wir in den nächsten wenigen Tagen einen weiteren Abverkauf nach unten sehen werden. Das ist der sogenannte Hammer. Merkt euch das. Wenn wir eben in einer Abwärtsbewegung sind und wir sehen einen solchen Hammer, dann können wir eben davon ausgehen, dass die nächsten wenigen Kerzen grün sein werden. Der Grund, warum ich eben diesen japanischen Candlestick Patterns nicht zu viel Bedeutung schenke, ist, dass wir hier eben ganz schön sehen könnt, es sich eventuell um die nächsten wenigen Tage handelt, in denen der Preis dann vielleicht grün ist, langfristig dann aber trotzdem mit einem weiteren Rückschlag des Preisverlaufes zu rechnen ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier einen sogenannten Hammer ausfindig machen und den als Kaufsignal nutzen und jetzt eben hier beim Tagesschluss dieser roten Kerze eine Position eröffnen, weil wir uns eben in den nachfolgenden Tagen ein Steigen des Preises erwarten, dann müssen wir hier auf jeden Fall auch darauf achten, dass wir die möglichen Resistenzen nach oben hin ganz klar ausfindig machen. Denn sonst könnte es uns eben ganz klar passieren, dass wir an diesem Punkt einsteigen,
eventuell ein paar Prozente nach oben hin mitnehmen und dann jedoch ein Opfer einer weiteren Marktwendung werden und hier dann ganz klar mit unserem Trade ins Minus gehen oder eben bei Null ausgestoppt werden. Deswegen behaltet diese Candlestick-Patterns immer im Hinterkopf, gebt denen jedoch nicht zu viel Bedeutung. Dann würde ich mir sehr gerne mit euch die nächsten Candlestick-Patterns anschauen, die uns hier ebenfalls noch sehr viel zu sagen haben. Und zwar gibt es auch noch den sogenannten Inverted Hammer und den finde ich ebenfalls sehr, sehr interessant. Und ich kann euch auch die Theorie dahinter erklären, denn der Grund, warum so ein Inverted Hammer ebenfalls ein bullisches Candlestick-Pattern ist, werde ich euch gleich erklären. Denn im Unterschied zum Hammer, bei der wir eben den Support von unten bekommen und dann aufgekauft werden, ist es beim Inverted Hammer so, dass wir eine Abwärtsbewegung sehen, dann einen anschließenden Anstieg, jedoch diesen Anstieg nicht richtig ausspielen können und hier eben wieder fast zum unteren Ende der Kerze zurückfallen. Dabei ist es eben sehr, sehr wichtig, dass diese Kerze noch grün schließt, denn das hat eben unter anderem zur Bedeutung, dass hier unten ein wichtiges Support-Level ist, bei dem wir nach oben hin gepusht wurden und danach aber wieder zurückgekommen sind und diesen Support geretestet haben. Wie ich euch schon des Öfteren erzählt habe, ist dieser Retest ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Und wenn die Kerze eben dann trotz des Retests noch grün schließt, dann ist es eben ein Zeichen davon, dass dieser Support gehalten werden kann, was eben für viele Leute ein weiteres Einstiegssignal ist und eben sehr oft weiter steigende Kurse zur Folge hat. Deswegen der Inverted Hammer, ebenfalls ein sehr, sehr wichtiges bullisches Candlestick-Pattern, den man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte. Das dritte bullische Candlestick-Pattern, das ich euch im heutigen Video auch noch zeigen möchte, ist die sogenannte Bullish Engulfing Candle. Und das wichtige Merkmal dieser Bullish Engulfing Candle ist, dass wir uns eben in einem klar erkennbaren Downtrend befinden. Wie ihr sehen könnt, die drei vorherigen Kerzen waren allesamt rot und mitten in diesem Downtrend haben wir dann einen riesigen Schub nach oben bekommen, haben hier einen kleinen Wick nach unten gebildet und sind dann sogar deutlich über die vorherige rote Kerze angestiegen. Das nennt man eine sogenannte Bullish Engulfing Candle und das signalisiert uns eben, dass wir trotz dieses fallenden Kurses hier auf einen massiven Support gestoßen sind und deswegen können wir eben anschließend auch davon ausgehen, dass die nächsten wenigen Kerzen grün sein werden. Ich möchte es erneut einmal wiederholen. Solche bullischen Engulfing Candles und auch solche Hammers und Inverted Hammers sehen wir sehr oft, während wir uns in größeren Formationen befinden. Also gerade in den letzten 2-3 Tagen habe ich euch ja mehrere große Formationen gezeigt, die sich auch oft über mehrere Wochen und Tage ziehen können. Und in diesen Formationen sehen wir sehr, sehr oft Hammer oder Bullish Engulfing Candles oder auch Inverted Hammer, die uns eben dann darauf schließen lassen, dass wir ab jetzt zum Beispiel einen Ausbruch nach oben über die Resistenz oder einen Ausbruch nach unten unter den Support hinlegen werden. Das bedeutet, grundlegend konzentrieren wir uns immer auf die größeren Formationen. In diesen größeren Formationen können wir dann aber nichtsdestotrotz auch ein Auge auf die Japanese Candlestick Patterns werfen, um uns eben weitere Infos darüber zu beschaffen, in welche Richtung sich der Ausbruch aus der größeren Formation denn eben am wahrscheinlichsten gestaltet. Und demzufolge möchte ich euch auch noch die Bearishen Candlestick Patterns zeigen, da das Ganze eben sonst nur eine halbe Wissenschaft wäre. Und da sehen wir, haben wir das Ganze eben in die andere Richtung. Das bedeutet, hier statt dem Hammer haben wir den sogenannten Hanging Man. Das bedeutet, wir befinden uns, bevor wir diesen sogenannten Hanging Man sehen, in einem klaren Auftrend, stoßen dann hier auf eine starke Resistenz, verkaufen einmal ganz weit runter und sehen dann eben wieder einen Anstieg, schließen aber dennoch rot. Wenn wir so eine Formation in den Charts sehen, dann ist das eben ein Anzeichen dafür, dass die nächsten wenigen Candles hier ebenfalls rot sein werden und es sich hierbei eben möglicherweise um ein Top gehandelt hat. Genau das gleiche sehen wir auch mit dem sogenannten Shooting Star, denn wenn wir das Ganze nochmal mit den bullischen Candles vergleichen, dann sehen wir hier eben das Gegenteil vom Shooting Star ist der sogenannte Inverted Hammer und das Gegenteil von Hammer ist der sogenannte Hanging Man. Es ist eben entscheidend für diese Candlestick Patterns, ob wir uns gerade in einem Auf- oder in einem Abtrend befinden, denn diese Formationen geben uns eben sehr, sehr oft im richtigen Moment ein Anzeichen dafür, dass wir jetzt gerade einen Trendwendepunkt sehen könnten. Auch zum dritten Japanese Candlestick Pattern, das ich angesprochen habe, gibt es eben ein Gegenteil, das ist die sogenannte Bearish Engulfing Candle. Hier können wir sehen, wir befinden uns in einer längeren Aufwärtsbewegung. Mindestens 3 Kerzen müssen dafür hintereinander grün sein. Und in dem Moment, wo wir dann hier die Bearish Engulfing Candle ausbilden, das bedeutet hier auf ein neues Hoch kommen und dann ganz drastisch abverkaufen und hier ohne einen Wick nach unten rot schließen, ist das die sogenannte Bearish Engulfing Candle und wir können im weiteren Verlauf davon ausgehen, dass wir weiterhin nach unten kommen werden. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Wenn euch das Ganze einen Mehrwert gegeben hat, dann lasst dem Video sehr gerne einen Like da. Ich möchte mich auch sehr, sehr herzlich für den netten Support bedanken, den ihr immer wieder unter meinen Videos da lasst. Es freut mich wirklich immer wieder für so eine tolle Community meinen Content zu produzieren. Macht weiter so, ich danke euch vielmals dafür. Wenn ihr Interesse an der aktuellen Marktsituation habt und gerne wissen wollt, was ich mir in nächster Zukunft vom Bitcoin-Preis und auch von den Altcoin-Preisen erwarte, dann schaut gerne auch am Zweitkanal vorbei. Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung und im Videotitel. Monetendave 2 heiße ich dort und dort kommen zusätzlich zu diesen Adventskalender-Videos
viermal pro Woche Videos, wo ich euch eben aktuelle Informationen zum Kryptomarkt gebe. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt. Insofern macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.